Willkommen zurück zu Isaac Rebirth beim letzten Mal. Das war mal wieder ein Run, der gut funktioniert hat. Und heute werden wir mal eine Challenge versuchen. Und zwar Purist. Purist, Purist, Purist. Das sollte dann doch funktionieren, wenn wir ein bisschen gut spielen. Ein bisschen gut ist auch gut. Das Gute an den Challenges ist, man spielt ja nicht im Hard Mode. Das ist nämlich der Vorteil an diesen Challenges. Und wir können uns so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Haben also keinen Zeitdruck. Und ich muss sagen, mich kotzen langsam die Challenges an, in denen wir nicht schießen können. Denn davon haben wir ja nur noch welche, ne? Beans und Family Man. Beides Challenges, bei denen man nicht schießen kann. Das ist ziemlich kacke. Das geht mir ehrlich gesagt langsam ein bisschen auf die Nuss. Und dementsprechend bin ich ganz froh, dass wir hier mal eine Challenge haben, bei der das nicht so ist. Machen wir mal so. Kriegen wir einen Schlüssel und eine Bombe. Und die Bombe werden wir benutzen, um den blauen Stein da wegzusprengen. Aber bevor wir das machen... Warte mal, kriegen wir den dann überhaupt? Ne, den kriegen wir ja gar nicht, ne? Das ist ganz schön kacke. Gut. Dann müssen wir jetzt mal zum Boss gehen. Das ist ja ganz schöner Kerk. Ich weiß gar nicht, was wir bei der Purist Challenge bekommen. Wow, der hat uns echt getroffen. Die Hitbox von dem Vieh ist ja auch echt gigantisch, ey. Oh. What the... Holy moly. Kann er eigentlich seine eigenen Spinnen? Macht er da auch kaputt, oder? War das nicht mal so? Hey, 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 hey. Scheiß Spinnen. Ich hasse Spinnen, ey. Aber wer hasst keine Spinnen, ne? Das ist auch wieder so eine Sache. So, wir bekommen in einmal Regeneration und ein HP-Upgrade und einen verschlapperten Mund. Wir gehen mal hier gucken. Vielleicht kriegen wir ja was Tolles. Das war ja richtig schön. Ja. Gut, naja. Was soll der Geiz? Wir müssen aufpassen, dass wir in der nächsten Ebene vielleicht nicht getroffen werden. Ich bin gerade noch am Überlegen, ey. Der Secret-Raum, ne? Die Frage ist jetzt, wo ist der? Ich wette, ich kriege nicht mal den Super-Secret. Egal, wir werden jetzt mal gucken, ob hier der Super-Secret-Raum ist. Ja, da ist er. Und wir kriegen noch eine weitere Bombe. Das ist schon mal gut. Ein weiteres Herz. Und dann ist wahrscheinlich der Secret-Raum hier, oder? Jo, Alter, ich bin aber heute hier auf der Höhe. Auf der Höhe bin ich. Gut. Das heißt, wir gehen jetzt in die nächste Ebene. Kriegen ein weiteres Herz. Ah, das war doch schon mal eine Würfe-Ebene. Das war schon mal echt super Wurf. Und dann schauen wir mal, was uns denn hier erwartet. Wie gesagt, Rotherz-Schaden sollten wir vermeiden. Ein bisschen aufpassen. Okay, so, wir machen mal hier die Kackhaufen auch noch weg. Das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht, ne? Diese Scheißhaufen immer weggemacht. Oh, wir haben Regeneration, habe ich ja gesagt. Durch die Plazenta. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Das wollte ich sowieso mal nachgucken. Wo ich jetzt gerade mal dabei bin. Gives the player health regeneration over time. Gut, da steht aber nicht, was für eine Zeit. Hätte ich gerne gewusst, aber naja. Wen juckt's? Mich juckt's eigentlich, aber naja. So. Denn das Problem bei diesen Challenges ist nämlich immer dasselbe. Und zwar braucht man Teufelsdeals oder Engelsräume. Und wenn man die nicht bekommt, dann sieht's sehr kacke aus. Denn man... es fehlt einem dann der Schaden, weil man ja keine Schatzräume hat. Und dann wird's echt tricky. Weil es super schwierig ist, Isaac zu besiegen ohne gewisse Teufelsraum-Items. Das ist super doof. Deswegen hoffe ich mal, dass wir ein paar Teufelsdeals bekommen. Jawohl, das ist doch schon mal gut. Dann können wir nämlich hier oben mit der Bombe jetzt den Stein hier wegsprengen. Versuchen, so viele Felsen wie möglich wegzunehmen. Zack. Her damit. Her damit. Und dann gehen wir zum Boss. Der gute Boss. Wenn wir den dann mal finden.
So, Scheißhaufen. Die sollten uns eigentlich nicht treffen. Na, nicht, dass die uns noch treffen. Das wäre ultra bad. So, ist aber nicht passiert. Also gehen wir zum Boss. Und das ist Dingle. Dingle, Dingle, Dongle. Der gute. What? Was war das denn für ein schneller Schuss? What the hell? What? 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 Wait. Was? What the fuck? Ah. Oh. What the hell? Irgendwie ist das ganz schön bitter. Hey. Ah, der macht auch immer einen Schuss, nachdem er... Wow. Komm schon. Stirb einfach. Oh ja. Puh. Ich hoffe, wir kriegen jetzt noch... Ja, wir kriegen noch einen Teufelsdeal. Komm schon, jetzt richtig gutes. Oh yeah, baby. Oh yeah. That's fucking awesome. Das ist doch mal schön. Schön, schön, schön. Das heißt, wir bekommen schon mal durch das Pentagramm ein bisschen mehr Damagio. Oder war das das Pentagramm? Ja. Und, das ist doch gar nicht mal schlecht, oder? Ein bisschen mehr Damagio für den Perik ist doch not bad. Ah, ich wusste, dass mich der trifft, ey. Scheiße. Ah, bitter, bitter, bitter. Gut, wir können mal schauen. Ne, können wir gar nicht. Wir haben nämlich keine Bombe. Ja, gut. Okay, dann gehen wir jetzt, würde ich sagen, wir können nochmal das hier machen. Da habe ich eigentlich ziemlich Bock drauf. Weil, ach genau, das wollte ich schauen. Ich wollte nämlich in den Shop. Ah, ich Dummerle. Ich bin ja ein Dümmerle. So, das hätte ich gerne. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Leben opfern. Für den Pedig. Zack. So, wir haben sowieso eine Regeneration über Zeit. Wir könnten theoretisch jetzt eine Stunde lang hier rumstehen. Oder, geht das? Ich glaube ja. Wir nehmen den Champion Belt mit, kriegen ein Damage Upgrade und einmal Challenge Up. Challenge Up ist folgendes, und zwar bekommen wir jetzt eine erhöhte Chance auf Gegner, die Champions sind. Das heißt, diese andersfarbigen Gegner, die etwas stärker sind und wenn sie uns treffen, ziehen sie uns ein ganzes Leben ab. Könnte ziemlich hart werden, aber ich glaube, wir schaffen das. Wir schaffen das, oder? Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Ich glaube, ja. Da seht ihr schon diesen Champion-Gegner. Das Gute an diesen Champion-Gegnern ist, sie droppen immer Items. Ja, ich hab's geahnt. Ich habe es geahnt. Aber ich habe gedacht, wir können ein bisschen Glück hoffen. Gut. Nee, da will ich nicht rein. In die Stacheln. Wir gehen zuerst zum Beeper-Boss. Ne? Denn der Boss... Ah, mich juckt es gerade ganz doof. Ah, wir wollen nämlich ein bisschen Teufelsraum-Items haben. Oh. Oh, dear. Oh, dear. Oh, ja. Das könnte ganz schön rip werden. Und weg. Okay, zwei sind tot. Komm, mach den Kopf hoch. Drei sind tot. So, jetzt machen wir noch den Champion platt. Ach, den kann man auch so treffen, oder was? Ach, den kann man ja auch so treffen. Ha! Das ist ja ideal. So, gib uns doch mal einen Pilz. Leider nein. Leider nein. So, hier machen wir mal kaputt. Auch wenn ich nicht ran... Oh! Ich würde den gerne haben. Aber wir machen jetzt Folgendes. Ich habe eine gute Idee, Leute. Wir holen uns die High Priestess Karte. Und jetzt pass auf. Jetzt gehen wir hier rein. Da kommt der Boss und dann... BAM!
Oh, das war ziemlicher Fail, weil das hätte nämlich auch durchaus die anderen treffen können. Diese kleinen Viecher, die da unten sind. Das war ein ziemlicher Fail. Aber egal, es hat ja geklappt. Von daher ist okay. Wir heilen uns doch mal wieder weiter. Das ist doch schön. Schön, schön, schön. So, zack. Oh ja. Yeah. Fear the damage. Oh ja. Yeah. Hast du gedacht, ne? Aber nicht mit mir! Luck up! Und wir bekommen 3 Kisten. Oh, es geht weiter, Leute. Es geht weiter. Damage und Tears up mit dem Pakt und wir färben uns schwarz. Wir sind jetzt der schwarze Mann. Das ist doch mal schön. Gut, also bis jetzt läuft alles super. Wir haben schon ordentliche Tech Rate. Gehen richtig ab wie Schmitz Katze. Würde ich mal sagen. Und wenn wir das noch so weitermachen, noch ein paar Teufelsdiele bekommen, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir das regeln. Aber wir wollen jetzt noch nicht heraufbeschwören, ne? Denn ihr wisst ja, ich bin manchmal echt eine Nase und faile da ganz schön. Deswegen, lassen wir das erstmal und spielen einfach mal und gucken dann. Oh ja, wir machen tons of damage. Tons of damage. Und Reb. Der blaue, das habe ich mir gemerkt. Das ist nämlich dieser Springmeister. Oh, der Sündenraum, der schreit immer nach mir. Aber ich habe immer so ein Pech in diesen Sündenräumen. Das ist so bad. Deswegen lasse ich es auch. Pech. Oh! Are you a wizard? No, I'm not. Alter, der Magic Mushroom auch noch. Das ist ja Premium hier, was hier gerade abläuft. Das ist ja wie im Wunschland. Ich kann mir ja alles wünschen. Ich spreng 2 Pilze weg und da kommt der Magic Mushroom oder was? Was ist das denn? Uah. Okay. Nice. Ah, das läuft gerade aber auch richtig sahnig, ey. Ich hoffe, das bleibt so. Das wäre doch mal wieder ein schöner Run, ne? Ich lasse mich gerade auch nicht von viel Müll treffen. Das müsst ihr mir mal zugute halten. Dass ich mich echt nicht von vielen Scheiß treffen lasse momentan. Das ist doch auch mal ein Vorteil, oder? Das ist ja, kommt ja auch nicht so oft vor, ne? Das ist ja ziemlicher Müll. Da würde ich gerne ran, aber es geht nicht. Impossible. So, wir haben noch eine Bombe. Die Frage ist, wo ist der Secret-Raum, ne? Ich glaube, der ist hier. Oh, da ist ja noch eine Bombe. Ah, bin ich doof. Gut, dann ist der wahrscheinlich hier. Hier oben, oder? Ja, hier oben ist der. Oh yeah. 3 Münzen. 7. Ah, es reicht noch nicht. Es reicht uns noch nicht. Ah, das ist natürlich ganz schön kacke. Warum kann ich denn nicht springen? Kann man nicht hier springen? Leertaste. Springen. Ah. Egal. Okay. Läuft eigentlich ganz gut bis jetzt. Ich bin zufrieden. Ich streng mich an. Das ist ja immer das, was ihr so ein bisschen bemängelt habt. Dass ich mich nicht ordentlich anstrenge. Ne? Dass ich immer von jedem Scheiß getroffen werde und also so ein Käse. Ne? Aber das mache ich ja jetzt. Ich lasse mich jetzt nicht von jedem Scheiß treffen. Nee. Ich versuche mich hier zu konzentrieren. Guck mal an. Na komm. Hoch das Köpfchen, rein das Stückchen. Oder wie war das? Ne, ich glaube, das ging anders. Hoch das Röckchen, rein das Stückchen oder so. Aber ich will euch nicht hier irgendeinen Unsinn beibringen. Das wäre ja Quatsch. Ziemlicher Quatsch.
Oh yeah. Destroy the lanterns. Ne, nicht lanterns. The flames. Flames after flames. So, gucken wir mal hier unten in den Raum. Oh. Ich kriege Augenschmerzen, wenn ich das sehe. Aber richtige Augenschmerzen. Wieso haben wir denn zweimal hintereinander so einen Raum? Ich kriege die Fassung nicht mehr. Das ist doch nicht wahr. Ich glaube, wir sind sowieso ziemlich böse, weil wir das Pentagramm und alles haben, ne? Oh, das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Weil wir damit, nämlich wenn wir keinen... Wenn wir keinen Teufelstier bekommen, dann können wir den benutzen, um einen zu bekommen. Das ist gut, ne? So, jetzt werden wir mal Folgendes machen. Wir werden erstmal hier... Zack, aua! So. Das haben wir schon mal geklärt. So, jetzt decken wir erstmal den Bossraum auf. Zack. Oh, ey. Den Boss. So, was haben wir hier? Speed up. Das ist doch gar nicht mal bad. So, da ist schon mal der Boss. So. Wo war denn der Shop? Den haben wir noch gar nicht aufgedeckt. Denn, bevor wir zum Boss gehen, ne? Wir haben ja noch Two of Diamonds. Ah, diese Münzen. So viele. Ich will sie doch nur haben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Das geht nie. Ich hasse das. Das geht irgendwie nie. Irgendwie komme ich da nie vorbei, ohne getroffen zu werden. Ey, das ist so terry bad, ey. Da kriege ich echt immer Pain. Da kriege ich echt Pain. Na komm. Komm schon, Spinne. Komm. Wo kommst du her? Na also. So, jetzt gehen wir mal hier gucken. Natürlich. Der Greed. Wer kennt ihn nicht? Die gute alte Gier. Die Gier nach Verlangen von Tod und Verderben. Es ärgert mich echt, dass ich bei diesem einen Raum immer mal getroffen werde. Das ist so bad. Oh ja, das war natürlich super, super. Egal. Wir ärgern uns nicht, wir ärgern uns nicht. Wir gehen jetzt zum Boss. So, wir haben noch die Möglichkeit, einen Raum wegzuspringen oder freizuspringen. Wenn das hier hängt, man wäre. Aber es ist egal, wir haben eh schon 40. Ist der jetzt oben oder unten? Ich hoffe oben. Aber ich glaube unten. Ach, scheiße. Egal, wir gehen zum Boss. Der gute Chubby. Chubby Pupabi. Oh. Der gute Chubby. Alter, machen wir Tons of Damage. Das ist ja der Wahnsinn. Das habe ich mir nämlich gedacht, aber nicht mit mir, ne? Oh! Was ist das denn Schönes? Das ist ja eine ziemliche Rippung. Denn wir nehmen das hier mit. Und dann nehmen wir noch das hier mit. Und dann machen wir so. Und dann machen wir noch so. Und dann zack. Ihr denkt bestimmt gerade, jo, du bist extrem schwach. Aber ich bin nicht schwach. Ich bin super stark, weil ich nämlich jetzt mir alle paar Räume immer mal... Warte mal, war da noch? Haben wir was vergessen? Oh, ich habe gerade das Gefühl, jetzt hätte ich was vergessen. Ah, ich glaube, wir haben auch was vergessen. Ich glaube, wir haben echt was vergessen. Egal. Nee, ist nicht egal, aber... Ich glaube, wir haben nämlich eine Energiezelle vergessen. Egal. So, warte mal. War hier ein grauer Stein? Nö. So, das ist Nekropolis 1. Das heißt, wir haben noch... Wir dürfen jetzt nur nicht getroffen werden so oft. Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Für den Erhalt unseres Charakters.
Erhalt unseres Charakters, was laber ich da? Ey? Komplett doof. Spenden wir den mal ein bisschen Schlüssel. Oh, eine Schlüssel mit Bomben. Nice. Das war ja worth. Oh, okay, was haben wir hier? Jo, hier haben wir einmal die Energiezelle, die wollen wir uns dann nachher mal einverleiben. Der Rest ist Müll. Was ist das hier? Are you a wizard? Hätte ich mir auch sparen können. Was haben wir denn hier noch? Oh, die 6. Ne, die wollen wir nicht. Die 6 wollen wir nicht, oder? Ach, das ist immer so gut, wenn man eine 6 hat. Aber ich will eine 6 nicht haben. Wir haben nämlich voll das geile Zeug. Nee, das machen wir nicht. Ah, das ist so ärgerlich. Ich meine, eine 6 würfelt ja alles neu, ne? Ich gucke lieber nochmal nach. Nicht, dass ich euch hier wieder einen Schwachsinn erzähle und ihr mir dann sagt, Perik, bei einer 6 würfelt man nicht alles neu. Ja, doch. Reroll all of your items and all the pickups on the entire floor. Ich würde es gerne machen, weil ich stehe auf so Gamble-Shit, ne? Aber es ist nicht worth, Leute. Es ist wirklich nicht worth. So, bevor wir jetzt irgendwo anders hingehen, gehen wir uns jetzt noch eben kurz das Ding hier abholen. Und zwar das hier. Zack, noch ein schwarzes Herz, ey. Geilo Marigo. Richtig gut. I like it. Gucken wir hier nochmal rein. Oh, ist das der Moon? Ja, das bringt uns in den Secret Raum. Gar nicht mal bad. Gar nicht mal bad. Oh, ich liebe diese Penetrative Shots, ne? Die sind echt so Gold wert, ey. Ah, 2 Bomben brauchen wir. Wir brauchen 2 Bomben. Oh, was haben wir denn hier? Health up, okay. Okay, und eine Iowa Wizard. Hä? Okay, ich dachte, ich komme gerade nicht mehr raus da. So, 2 Bomben. Das wäre schön. Ah, schade, hier liegt aber auch nichts rum, ne? Wow. Boah, ich muss echt aufpassen. Nice. Okay, da oben, unten hat er weggesprengt. Okay. Das werde ich mal machen. Dafür ist die Bombe echt worth. Ah, so natürlich nicht. Du Eierpflaume. Ah, Gott. Speed up. Jawollek. Haben wir noch was? Wir haben noch einen Sündenraum. Einen Sündenraum. Was war denn da noch? Warte mal, wir müssen mal gucken. Wir gucken mal. So, einmal. Oh, eine Munze. Was waren wir schon beim Shop? Ja, beim Shop waren wir ja. Ach, da gab es noch eine Bombe beim Shop. Ah, scheiße, dann hätte ich. Ah, dann hätte ich ja genug gehabt. Fuck. Ah. Scheiße. Ah, scheiße, scheiße. Was haben wir denn hier hinten? Hier hinten ist auch noch eine Bombe. Das sehe ich doch auf der Map. War die irgendwie eingekesselt? Oh ja, das war ja die hier. Oh Gott, ich wäre da so gerne hingegangen. Scheiße, das hätte ich besser machen können. Das war echt scheiße. Ach komm, wir werden mal hier reingucken. Oh yeah! Baby! Oh no, da wurden wir getroffen. Das ist natürlich nicht so schön. Ja. Okay. Gut. Also, wir haben eine Bombe. Das heißt, wir holen uns jetzt noch hier die Bombe. Und dann haben wir. Dann haben wir genug Bomben, um auf jeden Fall schon mal die goldene Kiste zu holen. So, in der goldenen Kiste kann, wie wir ja wissen, können da geile Sachen drin sein. Richtig geile. Cricket's Head zum Beispiel, ne? Das würde den Run jetzt hier perfektionieren. Aber wir warten erstmal ab. So, 2 Bomben. Gar kein Ding für den King. Ah, scheiße, da hätte ich. Ah, kacke, da hätte ich die Bombe benutzen können. Ah. Okay, gut. Aber wir haben Münzen bekommen. Wir haben Schlüssel bekommen. Gut, so ultra worth war es nicht. Gebe ich zu. Aber es ist okay. So, jetzt lass mich mal kurz überlegen, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Ich überlege gerade. Oh, wir können auch da einen Raum abkürzen. Ha! Ich bin ein Fuchs. So, und zwar
glaube ich, dass der Secret-Raum hier ist. Ja. Okay. Das war wohl dann nicht der Fall. Gut, dann wollen wir mal gucken. Der gute Loki. Loki Popoki. Da wollen wir nicht hin. Getroffen werden von den Dingern. Oh yeah. Das ist der Speedball. Speed on Shot Speed. Nice. Und was haben wir hier? Oh, das ist doch mal was Feines. Denn damit werden wir uns drei blaue Herzen machen. Denn wir müssen ja in die Kathedrale. Und momentan ist das ganz gut, wenn wir keine Herzen haben. Das ist wirklich sogar sehr gut. Weil wir dann permanent den Polaroid-Effekt bekommen. Also, es sieht alles gut aus, Leute. Ich hoffe, ich vermassel es jetzt nicht noch irgendwie auf den letzten Metern. Metern pro Pedern. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das kriegt ihr selbst ich jetzt nicht mehr hin. Aber wir wollen es mal nicht heraufbeschwören, ne? Ihr kennt mich ja. Ich bin ziemlich schlecht manchmal. So, warten wir ab, bis das Grüne weg ist. Ach, Bad Trip. Ich hasse das. Das ist doch mal schön, ne? So, wie hier ist wieder Greed drin, ey. Da kriege ich einen Anfall. Warum haben wir denn immer Greed? The Greeds after the Greeds. Das ist doch nicht wahr. Langsam nervt's, immer diesen Greed da drin zu haben. Das ist doch echt räudig. Was? Achso, wir haben Curse of the Ma- Okay, gehen wir hier lang. Boah, ich liebe einfach dieses Item. Das ist echt so gut. Zwei Bomben, das ist schon mal schön. Oh. Bei dem muss man übrigens aufpassen. Der zieht ein Herz ab, ne? Wenn man getroffen wird davon. Super räudig. Ein Schlüssel. Oh! Schwarze Herz aufgeladen. So, dann gucken wir mal. Was haben wir hier? Oho, oho, oho. Ja, das könnte man eventuell versuchen. Ups. Okay. Lass mich doch mal schauen, was wir denn hier haben. Münzen. Das brauchen wir natürlich. 80 Münzen. Hä? Hä? Bin ich... What the fuck? Wo bin ich denn jetzt langgelatscht? Bin ich komplett doof? Warte mal, irgendwas ist doch hier... Oh Gott, ey, ich lasche hier komplett in der Gegend rum. Warte mal, wo war ich denn vorhin? Bin ich... Hä? Oh, wo sind wir denn hergekommen? So, erstmal springen wir das hier weg. So war das immer worth aufzumachen. Jo, drei Bomben für einen Schlüssel. Das ist doch mal richtig nice. So, wir können uns jetzt überlegen. Ernsthaft, ernsthaft. Der trifft mich zweimal, dieser Knecht. Okay. Ey, ich blick überhaupt nicht mehr durch, Leute. Wo waren wir denn jetzt und wo nicht? Okay, hier waren wir nicht. Na gut. Hier springen wir mal weg. Ah, nee. Ah, Gott. Okay. So, wir können theoretisch mal den Teufelsbettler futtern. Mit Herzen. Das können wir mal eingehen, das Risiko. Weil wir haben super viele Herzen noch auf der Map. Aber dann verliere ich meine schwarzen Herzen. Das ist halt so ein bisschen kacke. Ich spring mal hier auch noch weg und hier... Man weiß ja nie. Alter, vier blaue Herzen. Ja, wir füttern den definitiv. Das ist eigentlich... Hä? Wo war der denn? Bin ich doof? Bin ich komplett doof, Leute? Oder bin ich doof? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin doof. Hier war der, ne? Nee. Was? Hier. Nein. Hä? Hier oben. Ach, da war er, ja. Autsch. 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 Komm schon. Das ist alles. Komm schon, gib mir jetzt irgendwas, bitte. Oh, du bist räudig. Ohne Ende. Ah. Hier ist auch schon eins. Zack, zack, zack. So, das eine halbe Herz wollen wir nicht verschwenden, ne? Den Shit.
Ernsthaft? Fucking ernsthaft, Alter? Das Item war da jetzt drin? Oh, das hätte ich mir auch sparen können. Komm ran jetzt hier. Ah, zum Glück haben wir hier 1000 Herzen. Wie man sieht, kriegt man bei den Teufelsbettlern anscheinend nur noch Müll. Ah, ist ja ekelhaft. Wirklich ekelhaft. Das ist ja voll die Abzocke schon. Die Teufelsbettler, ey. Okay, gut. Dann gucken wir mal weiter. Jo. Das ist eine Rippung. Ah. Gut. Was haben wir hier? The Tower oder The Tower? Hm, ich glaube, ich nehme den Tower mit. Hey, stampf mich nicht kaputt. Ah, lala, huhu. Er hat mich getroffen. Mann. Na also, zack und Polaroid. Warte mal, wir müssen noch... Müssen wir zur Isaac? Ja, müssen wir. Denn der Challenge hat sich niemals was geändert. Bitte The Rock. Yay. Spielen wir. Schieb das blaue Herzchen in das rote. Komm her. Na komm. Ah. Warte. Sidekick gegen die Wand? Egal. Wir gehen jetzt in die nächste Ebene. Bevor ihr noch denkt, ich bin komplett wahnsinnig im Kopf, schauen wir uns die nächste Ebene an. Jo. Oh. Rote Herzen brauchen wir nicht. Er braucht so einen Käse. Ah, die goldenen, die sind immer so schön, aber ich darf sie nicht nehmen. Wir gehen erstmal zum Boss und dann schauen wir mal weiter. Ne, vielleicht haben wir ja Glück und es ist ja wirklich was Tolles. Ja, wir gucken. Ich bin gierig, Leute. Ich bin gierig, ich bin gierig. Jo, das war richtig. Wupp. Ah, da war gar nichts drin, nur Rotz. Rotz und Schund. Oh, ihr könnt ja synchron springen, ey. Das ist ja richtig gut. So, das war doch mal easy. Wir haben zwar direkt ein Herz verloren, aber mein Gott, wir haben ja direkt ein blaues Herz dazu bekommen, ne? Hier steht Worth. So, was haben wir hier? Jo, easy. Easy Rippung. Map. Yo, Rip. Rap and Pepperonis. Mahonis. Poponis. Yo, den brauchen wir nicht hier, das halbe Ding da. Das brauchen wir nicht. Denn wir wollen nur blaue oder schwarze Herzen haben. Mein Gott, die kacken schon wieder die halbe Bude voll hier. So. Okay. Gucken wir noch mal weiter. Ey, hätte mich beinahe noch getroffen, der Knecht. Wow, ein Schuss hat gereicht. Holy, ah, lalalala, hu, hu. Okay. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Man muss auch mal die kleinen Dinge im Leben schätzen. Nämlich, dass man bei Isaac nicht immer in jeden Scheiß reinrennt. Klar, ich wurde jetzt ein paar Mal getroffen, aber die anderen Ebenen, fand ich, habe ich mich doch relativ gut geschlagen. Ich war jetzt nicht so bad wie sonst immer. Sagte er und rannte in das nächstbeste Moped. So, komm mal mit. Das ist unser erstes Trinket. What? Och, come on! Ah, du bist aber auch ein Knecht, Perik. Ja, und ja, ich rede in der dritten Person von mir. Dann reiße ich mich etwas mehr zusammen. So, gucken wir mal. Conquest, yo, der geilste Boss aller Zeiten. Nämlich der mit den lila Kugeln, die mir richtig die Lebensbalken aussaugen. Oh, diesen Boss, den finde ich ja richtig toll. Gut, was haben wir hier? Das Sacrificial Dagger. Yo, das holen wir uns. Denn ich habe einen Plan. Und der Plan ist, dass wir fliegen können? Nee. Der Plan ist, dass wir Folgendes machen. Und zwar
werden wir, wenn wir bei Isaac getroffen werden sollten, einfach Mini-Mode gehen und mit dem Messer werden wir ihn einfach schlitzen. Ach Gott, warum laufe ich denn darüber? Bin ich komplett behindert? Ah, jetzt muss ich mich echt mal zusammenreißen. Ach Gott im Himmel. Das muss doch nicht sein. Okay, gucken wir mal hier rein. Jo, machen wir mal zuerst die auf. Münzen aus einer Kiste mit einem Schlüssel. Oh, das war ja auch eine Ausbeute, ey. Ein halbes Herz. Nee, das möchte ich jetzt nicht eingehen, nochmal das Risiko. Ich bin sowieso schon hier am reinzacken. So, wir werden jetzt einfach auf Nummer sicher. Denn die Challenge ist echt super schwierig und wir haben echt gut gespielt und wir kommen auch gut voran und so, keine Frage. Aber ich werde jetzt hier kein Risiko mehr eingehen. Oh, ich wäre beinahe in die Kiste gelatscht. Okay, schwarzes Herz. Nope. Okay. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt weitergehen. Hier unten. Nöp. Nöp, nöp. Wow, die sind ja super schnell tot. Komm, gib mir den Schlüssel. Ich will den Schlüssel. Okay, nice. Speed up? Nee, Tears down. Brauchen wir eigentlich nicht den Müll. Holy shit, der hat mir einfach so eine Falltür aufgemacht. Das ist ja richtig geil. Was haben wir denn hier? Der Broken Magnet. Ja, warum nicht? Broken Magnet, it kinda works. It kinda works so good for me tonight. Leute, ich habe ein gutes Gefühl. Ich bin ein bisschen euphorisch. Ich hoffe, euch stört es nicht allzu sehr. Aber das kann mir eigentlich auch egal sein, weil ich einfach gute Laune habe. Jira. Was ist denn Jira? Die habe ich ja schon ewig nicht mehr gehabt. When used, this room will double all pickups on the floor. Das ist die nochmal. Die ist richtig geil. Denn ich kann euch sagen, die ist richtig Premium. Warte mal. Oh, nee. Okay, wir gehen direkt zum Boss. Get wrecked, Mother! Get fucking wrecked! Oh yeah, Baby! Ich rede immer so ein Schwachsinn. Oh, er will mich abknallen, aber ich lasse mich nicht abknallen. Oh yeah. What the fuck? Was geht mit dir ab? Laser. Die Lasershow. Nice. Oh, das war's schon? Alter, das ist ja super easy! Holy shit, ey, das ist ja ultra einfach. Berkano. Schauen wir uns die Rune mal an. Summons 3 blue friendly spiders and 3 blue flies. Gut. Dann würde ich sagen, was da für heute. Hoffentlich euch hat's gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein!